Nach langer Zeit betritt Fawaz al-Kobesi wieder sein Haus in Fallujah. Im Januar 2014 hatte die Dschihadisten-Miliz Islamischer Staat die Stadt im Norden des Irak eingenommen. Al-Kobesis Familie musste fliehen. Jetzt, nachdem Sicherheitskräfte die Stadt zurückerobert haben, kehrt der 70-Jährige zum ersten Mal zurück. Es ist ein gutes Gefühl. Es gibt nichts Schlimmeres, als weit weg zu leben. Nur zu Hause fühlt man sich wirklich wohl, nirgendwo anders. Doch die Rückkehr ist gefährlich. Viele Häuser in Fallujah sind vermint. Die Behörden versuchen, die Stadtviertel so schnell wie möglich von Sprengstoffen zu räumen. Sichere Gebäude markieren die Soldaten mit einem blauen Kreis. Bisher trauen sich jedoch nur wenige Familien zurück in ihre Wohnungen. Wir wollen zu den Ersten gehören, die zurückkommen, um denjenigen Mut zu machen, die noch kommen werden. Die Leute haben Angst davor, zurückzukommen. Sie glauben, ihre Häuser seien vermint. Deswegen sind wir hier. Wir wollen ihnen die Angst nehmen. 3,4 Millionen Iraker sind seit 2014 vor dem Islamischen Staat auf der Flucht. Laut UNO sind erst 900.000 von ihnen in ihre ehemaligen Heimatorte zurückgekehrt, die sie zuvor wegen der Dschihadisten-Miliz verlassen mussten.